Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als der erste Lärmaktionsplan 2008 aufgestellt wurde und dann auch noch zusätzliche Finanzmittel des Bundes aus dem Konjunkturpaket zur Abarbeitung der aufgestellten Maßnahmen eingesetzt wurden, gab es zaghafte Ansätze für ein konsequentes Vorgehen gegen Lärmbelastung. Nicht nur akustisch, sondern auch optisch haben wir positive Veränderungen auf Straßen. Straßen sind ja oftmals die Quellen. Und auf Straßenbahngleisen wahrnehmen können. Es gab mehr Tempo-30-Abschnitte und Fahrradstreifen sind ja heute auch schon angesprochen worden. Dafür also unseren Dank an die Beteiligten für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen bis hin in die Bezirke hinein. Von diesem großen, guten Anfang sind wir inzwischen schon wieder entfernt. Immerhin konnten durch die Maßnahmen, Herr Buchholz hat es ja gerade gesagt, im ersten Plan 40.000 lärmbetroffene Anwohner an Hauptverkehrsstraßen entlastet werden. Aber noch immer sind bekanntermaßen über 300.000 Anwohner nächtlich einem Lärmpegel ausgesetzt, der von Sachverständigen als gesundheitsgefährdend eingestuft ist. Dass umgesetzte Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan mehr sind als nur Lärmminderungsmaßnahmen, kann man auch im Sozialstrukturatlas ablesen, in dem sich verlärmte Wohngebiete abgrenzen lassen. Die Maßnahmen sind also Reaktion und Prävention im Kampf um eine liebenswerte und lebenswerte Stadt und nicht nur ein lästiger Vollzug von europäischen Richtlinien und Bundesgesetzen oder Verordnungen. Meine Damen und Herren, der Entwurf des Lärmaktionsplanes 2013 bis 2018 lag, wie schon angekündigt oder hier schon vorgetragen, von Mitte Februar bis März diesen Jahres öffentlich aus. Das Lärmminderungsforum der Senatsverwaltung hat nun zur abschließenden Auswertung eingeladen und so können wir am 10.06. nächste Woche Stellungnahmen und Abwägungsergebnisse gerade auch neben die im Antrag der Grünen aufgeführten Punkte legen. Klar ist jetzt schon, dass im Entwurf des Lärmaktionsplanes 2013 bis 2018 vorliegende Zahlen von Betroffenen dazu gehören, auch die Grundstücksbesitzer sollten auch die Koalition bewegen, die Herausforderung anzunehmen und über die Umsetzung von konkreten, effektiven Maßnahmen für möglichst viele auf vielen Papierseiten und wenigen Workshops nicht nur nachzudenken, sondern auch konsequent anzugehen. Dazu gehört selbstverständlich mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung vor Entscheidungen über Planungen, Zeitpläne und die ehrliche Auswertung der Resultate. In der Frage übrigens der Beteiligung macht der Antrag der Grünen leider kein Angebot. Das geht also dann doch noch in die Ausschussarbeit und dazu, denke ich, sollten wir uns dann auch bewegen. Meine Damen und Herren, wir werden heute dafür stimmen, dass der Antrag in die Ausschüsse überwiesen wird, die auch für Verkehr, Umwelt und die Bereitstellung der finanziellen Mittel zuständig sind. Wir werden so die Einzelpunkte des Antrages eingehend diskutieren können, die wir auf Landesebene beeinflussen können und unsere Erwartungen an die Bundesebene verdeutlichen, die verantwortlich ist für die übergeordneten Verkehrsinfrastrukturfragen und somit die Lärmbelastungen aus dem Flug-, Bahn- und auch Autobahnbetrieb zu mindern hat. Vielen Dank für die Zuhörerschaft.